was er heute darunter versteht. Heute nach einer unglaublichen Tour, einer Tour fürs Leben, die ihn aus diesem geordneten, behüteten Hamburg in eine Welt geführt hat, die einerseits unendlich faszinierend ist, in der das Leben wirklich pulsiert, die aber auch wild ist und gefährlich. Wasser ausschließlich aus Brunnen zu trinken. Immer wieder gab es extreme Situationen. Eigentlich wollte er nur 3 Wochen unterwegs sein, dann wurden daraus 3 Jahre. Zum Beispiel mutterseelenallein durch die Sahara geradelt und sagt, da wachst du auf und siehst diese Sterne, nichts da, was stört, nur der Wind an deinen Ohren und in deinen Haaren. Das, was wir Zivilisation nennen, sagt er, war mir völlig fremd und hat mich in eine tiefe Krise gestürzt. Also ich war richtig schockiert in dem Moment und habe meinen Traum komplett dahinbrechen sehen. Ich habe meinen Weg verloren und mich da kennengelernt. Auf diesem Weg bin ich dann weitergegangen. Kam da nicht auch Zweifel, kam mir Frust? Mal darüber nachgedacht, da aufzugeben. Malaria ist echt eine schwere Erkrankung. Nee, davon war die Reise geprägt, dass das Leben dir Steine in den Weg wirft und es einfach auch mal sandig und schwierig wird. Das ist die Kamera, mit der der Kinofilm entstanden ist. Ist nicht dein Ernst? Doch. Da sieht man wieder, wenn man eine gute Geschichte hat, ja, dann kann die Technik ruhig zweitklassig sein. Unfassbare Bilder, ganz, ganz eindrücklich und auch schön, wie emotional du das Ganze erzählt hast. Und du hast es auch in deinem Vortrag gesagt, du warst wie so eine Antenne. Du hast die Sachen aufgenommen und das, was du ausgestrahlt hast, das haben eben auch die Leute, die Emotionen angenommen. Ich glaube, wir müssen ein furchtloses Leben führen. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Überschrift für den Vortrag. Ich habe das Unbekannte umarmt und es ist mein Freund geworden. Was macht das für Spaß? Geht hoch und runter, die Sonne scheint. Ich komme gar nicht mehr raus aus dem Lächeln quasi. Jeder Moment war neu. Jeden Tag war ich anderswo.